Leute, kommt mal mit. Wir sind heute zu Besuch bei Hauke und Sonja in der Buchhandlung. Lass uns mal reingehen. Na? Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Du, Hauke, sag mal, seit wann hast du denn eigentlich hier deine Buchhandlung? Die haben wir 2011 übernommen. Also wir sind schon länger Buchhändler, haben aber dann die Möglichkeit gehabt, den Laden zu übernehmen. Und der Traum hat sich sozusagen verwirklicht. Mhm. Oh, und guck mal. Haukes Name steht sogar auf einem Buchrücken drauf. Du, Hauke, was ist denn eigentlich das Besondere an eurer Buchhandlung? Dass wir mit Leidenschaft und Freude Bücher vermitteln wollen. Also wir wollen Lesespaß vermitteln. Dadurch kommt es dazu, dass viele Verlage oder Autoren auch schon auf mich zukommen, weil ich auch über Bücher schreibe und Blog betreibe, dass ich halt auch schon Manuskripte vorab bekomme, um halt Klappentext zum Beispiel zu schreiben. Und so kommt sowas zustande, was mich natürlich sehr freut. Ja. Und Hauke, hast du auch einen Lieblingsplatz hier in deiner Buchhandlung? Ja, der wäre dort, wo wir so eine kleine Worps-Wedesitzecke haben, Schaukuscheln haben. Da gucke ich mir auch gerne die Bücher an, die wir neu bekommen haben. Du hast einen Schaukelstuhl? Den haben wir. Darf ich da mal schaukeln? Na, dann viel Spaß. Du, Hauke, hast du eigentlich auch ein Lieblingsbuch? Na klar, komm mal mit. Eigentlich sind es ja zwei Bücher. Also, angefangen hat eigentlich meine Leseleidenschaft mit Momo. In dem Moment, wo mich Momo fragt, Cassiopeia, wo gehst du hin? Cassiopeia sagt, ich gehe dich suchen. Das hat mich so verzaubert. Mhm. Aber das Buch, was dann noch viel mehr Portale öffnet, was zeigt, was Bücher können, unsere Fantasie, und Fantasien ist ja nun in Gefahr, ist das große Buch, die unendliche Geschichte von Michael Ende. Du, Hauke, das Buch habe ich allerdings schon zu Hause. Das ist gut. Hast du vielleicht noch ein anderes, was du mir empfehlen kannst? Ja, habe ich. Das ist aber ein bisschen gruseliger. Da geht es um Vampire. Oh, das ist sehr gut. Also, kennst du die Vampirschwestern? Nein. Das sind zwei Mädchen, die in unserer Welt aufwachsen. Das Lustige an dem Buch ist, die haben solche Angst vor unserer Welt, wie wir vor deren Welt. Also es beginnt ja damit, dass die Frau in Transsilvanien Urlaub macht und da sich in einen Vampir verliebt. Ja? Und sie kriegt Kinder, das heißt Zwillinge. Und das eine Mädchen will später mehr Vampir sein, das andere mehr Mädchen sein. Und wie die mit unserer Welt klarkommen. Und dann der Nachbar, der als Vampirjäger auftaucht. Da gibt es noch eine tolle Rockband. Hier gibt es natürlich ein bisschen Gruseliges, aber auch unglaublich viel zu lachen. Also das würde ich dir sehr empfehlen. Ich glaube, damit wirst du sehr viel Spaß haben. Oh, danke, Hauke. Sehr gerne. Ja, dann tschüss. Tschüss. Das ist schon in ganz anderen Welten. Wisst ihr, so eine Buchhandlung ist doch schon ein besonderer Ort. Also, dass man da leibhaftig ist und die Bücher anfassen und berühren kann, seine Nase quasi ins Buch versenken kann. Und auch, dass man wie ich von Hauke beraten wird und Bücher empfohlen bekommt. Es ist total wichtig, seine lokalen Buchhandlungen zu unterstützen. Wisst ihr, ich glaube, ich gehe jetzt direkt wieder zu Hauke und hole mir ein neues Buch. Aber diesmal etwas für ältere Lesehasen. Denn auch für die hat Hauke allerhand an erlesenen Werken, sag ich euch. Und kennt ihr schon Haukes Blog, den Leseschatz? Da stellt er regelmäßig neueste Werke vor. Schaut da unbedingt mal rein. So, und ihr wisst jetzt ja, wo wir uns wiedersehen. Bei Hauke.